So, meine Damen und Herren, ich bitte wieder Platz zu nehmen. Einen schönen Abend. Jetzt geht es weiter. Und jetzt rufe ich auf zur Auflockerung den Punkt 58, Antrag Landesregierung, fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000, hier Zustimmung durch den Hessischen Landtag, Drucksache 20-5447 neu. Und es spricht der Minister. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin gespannt, was die Geschäftsordnungsausführungen der Geschäftsführer zum vorherigen Tagesordnungspunkt ergeben haben. Ich will das an dieser Stelle einmal sagen. Meine erste Landtagssitzung ist 26 Jahre her. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Vereinbarung im Ältestenrat auf eine dritte Lesung zu verzichten hier nicht eingehalten wurde. Aber zur Sache und zum Landesentwicklungsplan. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wesentliches Ziel der Landesplanung ist die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Landesteilen und die Sicherung der Daseinsvorsorge vor Ort. Gleichwertige Lebensverhältnisse heißt, Stärken zu sichern und Schwächen abzubauen. Und von besonderer Bedeutung sind dabei die demografische Entwicklung, der Klimaschutz, die Energiewende und natürlich auch der wirtschaftsstrukturelle Wandel. Hessen ist ein attraktives und lebenswertes Land. Das sieht man an unserer Wirtschaftskraft, das sieht man an Einpendlerzahlen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus anderen Bundesländern, das sieht man auch am Zuzug. Das wollen wir sichern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir wollen Hessen natürlich auch noch attraktiver und lebenswerter gestalten, auch im Sinne der gleichwertigen Lebensverhältnisse in allen Landesteilen. Und mit dem Landesentwicklungsplan stellen wir die Weichen für die zukünftige räumliche Entwicklung Hessens. Warum eine vierte LEP-Änderung? Die dritte LEP-Änderung ist im September 2018 in Kraft getreten. Da wurden bereits viele Bestandteile des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 aktualisiert. Ausgenommen waren bisher die Themen landesweite Raumstruktur und Raumordnungskonzeption, zentrale Orte und Verflechtungsbereiche und großflächige Einzelhandelsvorhaben. Auch hierfür ist nun mit der vorliegenden Überarbeitung, wo die Landesregierung hier die Zustimmung des Landtags beantragt, eine aktuelle Ausrichtung gelungen. Und ich füge hinzu, außerdem erhalten die Regionalversammlungen und die Verbandskammer des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main durch diese Änderung des LEP eine vollständige, aktuelle und zukunftsfähige Grundlage für die anstehende Neuaufstellung der Regionalpläne. Ein kurzer Blick zurück. Wir haben Ende Mai 2019 das Ergebnis der überparteilich besetzten Expertenkommission Zentrale Orte und Raumstruktur vorgelegt bekommen. Die hat bei uns intern den Namen ZORA gehabt. Und dieser Endbericht mit den Empfehlungen zu den zentralen Orten und der Raumstruktur ist die Grundlage für die aktuelle Änderung des Landesentwicklungsplans. Und ich will mich noch einmal bei allen bedanken, die in dieser Kommission mitgearbeitet haben. Das formelle Verfahren hat dazu geführt, mit Offenlage und Bitte um Stellungnahmen, dass mehrere hundert qualifizierte Stellungnahmen mit rund 3.000 Argumenten von Kommunen, Trägern öffentlicher Belange, Verbänden, Unternehmen und zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern eingegangen sind. Diese Argumente wurden ausgewertet und abgewogen. Und ich will an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass zahlreiche dieser Stellungnahmen auch berücksichtigt wurden. Daher haben wir einzelne Planziffern geändert, und es kam zu einer nochmaligen öffentlichen Auslage. Auch hier bestand nochmals die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Sie sehen, die Landesregierung nimmt Kritik ernst und berücksichtigt diese auch. Wir entscheiden nicht einfach von oben herab, aber man kann auch bei einem Landesentwicklungsplan nicht alles allen recht machen. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Auf einzelne Änderungen möchte ich noch einmal eingehen.
So wurde bei den Mindestdichtewerten auf einen eigenen Basiswert für den Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main verzichtet. Die Ermittlung der maximalen Wohnsiedlungsbedarfe durch die Regionalplanung erfolgt nun auf der Grundlage der generellen Basiswerte für Südhessen. Dies kommt insbesondere den ländlichen Kommunen im Ballungsraum entgegen. Und da ja erst kürzlich zwei aus der Wetterau beigetreten sind, ist klar, das ist doch vergleichsweise ländlich und nicht mit der Innenstadt von Frankfurt vergleichbar. Sehr vehement wurde die sogenannte Mittelbereichsabgrenzung kritisiert. Die Abgrenzung der Mittelbereiche stellt dar, wie gut Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wohnort aus bestimmte Angebote und Dienstleistungen wie beispielsweise Fachärzte, Einzelhandelsangebote, weiterführende Schulen oder auch Hallenbäder, Bibliotheken und Musikschulen erreichen können. Das ist notwendig, um die wohnortnahe Versorgung auch in Zukunft sicherzustellen. Die landesweit einheitliche Methodik wurde überarbeitet. Weitere Verflechtungskriterien wie die Schülerinnen- und Schülerausrichtung, die ÖPNV-Anbindung wurden herangezogen und die Landkreisgrenzen stärker berücksichtigt. Letzteres ist sinnvoll, da einige Leistungen der Daseinsvorsorge wie Schulversorgung, ÖPNV und allgemeine Verwaltungsdienstleistungen in der Zuständigkeit der Landkreise liegen. Die Änderungen bei den Raumkategorien und der Strukturräume, diese wurden modifiziert und folgende Strukturräume festgelegt. Erstens natürlich Verdichtungsraum und ländlicher Raum, aber eben Unterkategorisierungen neben dem ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen wurde mit dem dünn besiedelten ländlichen Raum eine weitere Kategorie eingeführt. Dies dient dazu, die Herausforderungen insbesondere in den Randbereichen des verdichteten Raums und den sehr ländlichen Landesteilen anzuerkennen. Und die Anzahl der Kommunen, die neu dem ländlichen Raum zugeordnet werden, ist deutlich höher, nämlich 48, als die Zahl der Kommunen, die neu dem Verdichtungsraum zugeordnet werden, nämlich 15. Mein schönes Beispiel für den jetzt noch gültigen Landesentwicklungsplan ist immer, dass Heidenroth nicht ländlicher Raum war, aber die Stadt Fulda. Ich glaube, da können Sie schon sehen, dass wir da bisher eine gewisse, sagen wir mal, aus welchen Gründen auch immer, nicht so ganz logische Zuordnung hatten. Das wurde verändert und, wie ich finde, auch sehr klug verändert. Entlang der bestehenden Entwicklungsachse Frankfurt-Rhein-Main-Fulda wurde der Verdichtungsraum erweitert. Da können durch eine verbesserte Erreichbarkeit nach meiner festen Überzeugung Entwicklungsimpulse ausgelöst werden und eine überregionale Entwicklungsachse im Nordwesten Hessens von Gießen über Korbach Richtung Nordrhein-Westfalen wurde neu festgelegt. Und ein wichtiger Punkt, ich gucke auf die Uhr, keine Sorge, Herr Präsident. Das Hessische Zentrale Ortekonzept ist sicherlich einer der umstrittenen Punkte in dieser Frage. Es umfasst 10 Oberzentren, 98 Mittelzentren und 314 Grundzentren. Somit sind alle Städte und Gemeinden im Zentrale Ortekonzept erfasst. Die Debatte dreht sich meistens um die Mittelzentren. Mittelzentren sollen ihre Aufgaben in der überörtlichen Daseinsvorsorge für sich und die Bevölkerung der benachbarten Grundzentren im Einzugsbereich langfristig und flächendeckend erfüllen. Sie sollen aufgrund ihrer räumlichen Lage, ihrer Einwohnerzahl, ihrer Infrastruktur sowie ihrer Entwicklungspotenziale zu dieser Aufgabe in der Lage sein. Wir haben im Rahmen der vierten LEP-Änderung das zentralörtliche System überprüft. Dabei ging es insbesondere um Versorgungsfunktionen, die von Mittelzentren erwartet werden, sowie die Zentralität, die anhand von Pendler- und Schülerverflechtungen erfasst wird. Die Neufassung führt dazu, dass alle existierenden Mittelzentren bestätigt werden. Basierend auf der Ausprägung der mittelzentralen Funktion wurde allerdings eine Differenzierung der Mittelzentren vorgenommen. Die Stärkung der Kommunen mit mittelzentraler Funktion ist ausdrückliches Ziel des LEP Hessen 2020 und kann durch interkommunale Zusammenarbeit unterstützt werden. Ziel sind mehr kommunale Kooperationsverbünde auf Grundlage von Kooperationsvereinbarung. Ich sage an dieser Stelle, entsprechend begleitet und fördert das Land Hessen zukünftig ausgewählte Kooperationen im Rahmen von Modellprojekten. Ein letzter Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der neue LEP sieht beim großflächigen Einzelhandel verschiedene Änderungen vor. Grundsätzlich sind großflächige Einzelhandelsvorhaben nur in Ober- und Mittelzentren zulässig. In Grundzentren wird zur Verbesserung der Nahversorgung mit Lebensmitteln Einzelhandel im größeren Umfang als bisher zugelassen. Großflächige Einzelhandelsvorhaben dürfen allerdings grundsätzlich nur an städtebaulich integrierten Standorten bzw. Siedlungsgebieten verwirklicht werden, mit Ausnahmen, Stichwort Baustoff, Baugarten, Reifen, Kraftfahrzeuge und Brennstoffmärkte. Sie sehen,
Das hört sich vielleicht alles sehr trocken an. Aber das, was wir hier beschließen, gestaltet die Art und Weise, wie die Siedlungen, wie die Gemeinden, wie die Städte sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln. Natürlich ist ein solcher Landesentwicklungsplan, wir haben ja jetzt wirklich jahrelang daran gearbeitet, und ich will das noch einmal ausdrücklich an dieser Stelle sagen, ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium, vor allem denen, aber auch allen anderen, die daran mitgearbeitet haben, weil das ist ein großes Werk, was hier vor Ihnen liegt. Und aus meiner Sicht ist das natürlich nach umfassender Beteiligung, nach der Vorarbeit einer überparteilich besetzten Kommission, nach 2 Offenlagen, nach vielen Argumenten, nach vielen Stellungnahmen, nach vielen Diskussionen ein sehr guter Kompromiss erreicht worden. Ein Landesentwicklungsplan 2020, der den dringend nötigen Rahmen für eine nachhaltige Raumentwicklung schafft, da er die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss, und ich wünsche mir, dass dieser LEP Hessen 2020, wenn es geht, eine breite Zustimmung hier im Landtag findet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir haben mal ein bisschen ab und zu gegeben mit der Zeit, aber machen wir nicht immer so. Aber heute ist ja die Stimmung so gut. Der Kollege Schaus hat das Wort in der Aussprache. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir diskutieren, wie der Minister schon gesagt hat, die 4. Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000. Diese Änderung und damit der Landesentwicklungsplan betreffen vor allem Fragen der Raumstruktur, der zentralen Orte und des großflächigen Einzelhandels. Lassen Sie mich vorneweg eines sagen. Wenn Pläne dieser Art geändert werden, dann ist vollkommen klar, dass darüber viel diskutiert wird und dass es an verschiedenen Stellen Unmut gibt. Ich denke, das liegt in der Natur der Sache, weil viele unterschiedliche, insbesondere kommunale Interessen berührt werden. Genau diese Diskussion wurde im letzten Jahr intensiv geführt. Es ist gut, dass die Kommunen und viele weitere gesellschaftliche Akteure die Möglichkeit zur Stellungnahme ausreichend genutzt haben und dass die entsprechenden Fristen wegen Corona auch verlängert wurden. Wir empfinden diese Debatte grundsätzlich als positiv. Sie ist Ausdruck lebendiger Demokratie und muss nicht unbedingt ein Zeichen für einen schlechten Landesentwicklungsplan sein. Allerdings, und jetzt kommt das große Aber, vieles von dem, was in den Stellungnahmen und in der öffentlichen Debatte kritisiert wurde, ist ja keineswegs neu, sondern verweist auf grundsätzliche, immer wiederkehrende Probleme in der Politik dieser Landesregierung. Nehmen Sie die Debatte um die Einteilung in Grund- und Mittelzentren und die neue Kategorie Mittelzentrum in Kooperation. Die Kommunen beschweren sich doch nicht, weil ihnen die Mittel, dieser Titel so wichtig ist, sondern weil an der Einstufung eben viel Geld hängt und es um die kommunale Selbstverwaltung geht. Und sie beschweren sich, weil sie ganz genau wissen, dass sie sich in diesen Fragen eben nicht auf die Landesregierung verlassen können. Das ist die Erfahrung der letzten Jahre, und das ist der eigentliche Hintergrund für die ganze Debatte. Hätten alle Kommunen in Hessen eine ausreichende Finanzausstattung, bestünde keine solche Konkurrenz zwischen den Kommunen, gäbe es nicht die Erfahrung mit Eingriffen in die kommunale Selbstverwaltung. Dann, da bin ich mir sicher, wäre die Aufregung nur halb so groß gewesen. Das Gleiche gilt auch für eine noch grundsätzlichere Problematik, auf die insbesondere die Gewerkschaft Verdi und der BUND in ihren Stellungnahmen hingewiesen haben. Der ganze Landesentwicklungsplan ist in sich genauso widersprüchlich wie die Politik dieser Landesregierung insgesamt. Denn natürlich macht es auf Dauer keinen Sinn, einerseits bei jeder Gelegenheit
Frankfurt und die Rhein-Main-Region als Global Player im kapitalistischen Wettbewerb zu positionieren und zu stärken, andererseits aber zu beklagen, dass im ländlichen Raum in Mittel- und in Nordhessen die Bevölkerung abnimmt und die gesamte Infrastruktur auszubluten droht. Wir erleben diese Entwicklung übrigens schon seit Jahrzehnten. Erst vor Kurzem haben Studien der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Friedrich-Ebert-Stiftung übereinstimmend festgestellt, dass die ungleiche Entwicklung in Hessen zunimmt und sich verfestigt. Und was unternimmt die schwarz-grüne Landesregierung dagegen? Fast nichts oder jedenfalls nicht genug. Das ist nicht nur eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Nein, es wäre auch der wirksamste Weg im Kampf gegen den Klimawandel, wenn man diesem Problem konsequent entgegentreten würde. Dabei wäre es doch gerade die Aufgabe von Raumplanung und Strukturpolitik, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Hessen zu bewahren oder überhaupt wiederherzustellen. So bleibt dieser Landesentwicklungsplan, was er ist: braves Handwerk mit diversen Sollbruchstellen und ohne Anspruch auf aktive Strukturpolitik. Angesichts der Größe und der Herausforderung ist das leider viel zu wenig. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abgeordnete Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Thema, das jetzt aufgerufen ist, hier als letzter Punkt der heutigen Aussprache, verdient eigentlich eine sehr intensivere Beratung. Und wir haben ja schon gemerkt, der Staatsminister musste ja auch quasi im Galopp einige Punkte anreißen. Deswegen gehe ich, und das ist mein wichtigster Hinweis jetzt zu Beginn, davon aus, dass wir im Fachausschuss, im WVA, eine intensive Beratung, wahrscheinlich, sage ich mal, auch mit Anhörung verbunden, darüber haben werden. Das haben wir beim letzten Mal auch so gemacht. Und das macht auch einen Sinn, weil dann die unterschiedlichen Standpunkte zumindest exemplarisch noch einmal erörtert werden können. Selbst wenn das ganze Verfahren, wie Sie wissen, ja in Anführungszeichen nur ein Ratifizierungsverfahren ist. Das heißt, die intensive Beratung ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und heute ist dafür das Startzeichen. Deswegen, verehrter Kollege Schaus, jetzt schon am Anfang ein solches Urteil zu treffen, finde ich doch einigermaßen gewagt. Denn wir dürfen natürlich nicht außer Acht lassen, dass die Konkurrenz zwischen den Kommunen ja sehr platt von Ihnen begründet worden ist, damit, dass für alle zu wenig Geld da ist. Es gibt nie eine Summe Geldes, die Kommunen genügend wäre, egal wie hoch sie ist. Das wissen Sie auch. Von daher geht es um eine von den Aufgaben her richtig dimensionierte, gerechte Verteilung, wenn man ums Geld redet. Und um die zu erreichen, haben wir noch ein Stück Wegstrecke, würde ich aus meiner persönlichen Sicht sagen, durchaus vor uns. Wir haben jetzt eine gute Grundlage, in der die regionalplanerischen Aspekte sozusagen aufgearbeitet sind, modernisiert sind, in dem Sinne, wie jetzt der Staatsminister uns auch vorgetragen hat, für die weitere Entwicklung. Das wird auch nicht für alle Zeiten so sein, weil die Entwicklung geht weiter und irgendwann wird man wieder schauen müssen, ob man das revidieren muss. Aber im Augenblick ist das der Weg, für den wir starten. Aber der zweite Aspekt steht noch vor uns, denn es ist ja angesprochen worden, die Frage, ob wir mit der Anbindung an die Mittelzentren und den Quoten, die der kommunale Finanzausgleich dafür derzeit vorliegt, richtig liegen, ist doch eine berechtigte Frage. Und da geht es dann nicht nur um die Menge des Geldes, mir geht es in dem Zusammenhang auch sehr um die Gerechtigkeit. Weil wenn man das Bild sich anguckt, lässt sich nicht ausschließen, dass aufgrund gewachsener Verhältnisse im Augenblick die Mittel nicht richtig verteilt werden. Denn wir haben, das ist das Beispiel Mittelzentren, was ja an sehr verschiedene Arten, der Kollege Al-Wazir hat es ja ein Stück weit vorgetragen, und ein Mittelzentrum, aus dem ich komme, wie die Stadt Dietzenbach, umgeben von weiteren Mittelzentren, hat eine ganz andere sozusagen zentralörtliche Funktion als eine Kreisstadt, ich hätte jetzt fast gesagt, mitten in der Pampa, also nur umgeben von kleineren Orten, von Unterzentren etc. pp., wo echt eine Versorgungsfunktion stattfindet. Denn wir dürfen ja nicht vergessen,
Die Konstruktion, die wir bei der Finanzverteilung haben, ist gewissermaßen die berühmte Einwohnerveredelung. Das heißt, wir gehen von dem Bild aus, dass das Zentrum nicht nur für die eigenen Einwohner da ist, sondern für weitere, die drumherum wohnen, also in der Statistik woanders zählen. Deswegen wird das gemacht. Und genau deswegen ist der zweite Schritt, wenn wir jetzt die Grundlage im planerischen Bereich schaffen, wenn wir diese vierte Novelle dann oder Änderung des Landesentwicklungsplans sozusagen in Kraft gesetzt haben, dass man dann perspektivisch bei der ja auch bevorstehenden Überarbeitung und Prüfung der Folgen des kommunalen Finanzausgleichs das dann zur Grundlage machen muss und sich dann auch anschauen. Weil ich bin, wie Sie ja vielleicht wissen, in ganz früheren Zeiten mal Naturwissenschaftler gewesen. Und deswegen habe ich sehr mit der Empirie. Und deswegen würde ich schon gern fragen, wo sind denn tatsächlich welche Leistungen und wie kann ich die in einer korrekten Weise abgelten? Und da stoßen wir dann wahrscheinlich auf die eine oder andere Frage, ob das so bleiben kann. Das führt dann immer zu Veränderungen und zu noch viel mehr Kraft wahrscheinlich. Aber am Ende muss man auch die Frage stellen, wenn man es falsch verteilt hätte, wenn das das Ergebnis wäre, behandelt man ja Leute ungerecht. Die einen kriegen zu viel, die anderen zu wenig. Und deswegen ist das eine Aufgabe, der wir uns dann widmen müssen. Insoweit ist das heute, und ich kann mich dem Dank, den der Minister schon ausgesprochen hat, nur anschließen, ein Startschuss. Bei Dank an diejenigen, die die Vorbereitungsarbeiten geleistet haben. Und wir haben jetzt im Ausschuss dieses genauer anzugucken mit den Inhalten der Planung. Und wir haben dann, da freue ich mich als Haushälter drauf, für meine letzten Jahre hier noch die anderen Fragen, wie können wir auf dieser Basis eine sinnvolle, möglicherweise gerechtere Verteilung der Mittel für die Kommunen dann tatsächlich auch nachweislich erreichen. Das ist doch eine schöne Aufgabe für die Zukunft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Spricht nun der Kollege Heiko Kasseckert, CDU-Fraktion. Bitte sehr, Heiko. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gleichwertige Lebensverhältnisse, das ist die große Überschrift über dem Landesentwicklungsplan, über der dritten Änderung und der vierten Änderung, die wir hier jetzt zur Beratung sozusagen als Startschuss vor uns liegen haben. Die hat weniger die große Diskussion um die Frage, ist ein Mittelzentrum in Kooperation das richtige Mittel, um die Region oder das Land Hessen an den einzelnen Stellen in die Zukunft zu führen, sondern es hat ganz vier praktische Gründe, die wir in der ersten Anhörung oder in der dritten Anhörung zur dritten Änderung wahrgenommen haben, die wir angenommen haben, in denen wir zugehört haben und auch bereit waren zu korrigieren. Das war Inhalt der Offenlage. Die regionalplanerischen Dichtewerte ist so ein Punkt gewesen, weil es einen Unterschied gibt zwischen Ballungsraum und dem ländlichen Raum. Das ist die Mittelbereichsabgrenzung der zentralen Orte, also die Orte, die einem Mittelzentrum zugeordnet waren. Das ist das Thema Oberzentrum. Das betrifft nur Gießen und Wetzlar. Und das ist das Thema großflächiger Einzelhandel. Bei den regionalplanerischen Dichtewerten ist es relativ einfach. Wir brauchen nur den Blick auf die Karte zu sehen und selbst im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main, den wir als neue Kategorie ursprünglich vorgesehen haben, sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen der Stadt Frankfurt und der wenige Kilometer entfernt liegenden Gemeinde oder Stadt Weilroth. Dass dort die Dichtewerte, die in Frankfurt gelten, in Weilroth völlig unangepasst sind, das liegt auf der Hand und deshalb haben wir an dieser Stelle eine Korrektur vorgenommen der Dichtewerte, um die Qualität, um die Struktur eben auch dieser ländlichen Räume zu berücksichtigen und beibehalten zu können. Und das war, glaube ich, auch ein Punkt, der in der vierten Offenlage zu keinerlei großen Diskussionen geführt hat. Anders war es schon bei den Mittelbereichsabgrenzungen. Hier geht es darum, dass wir die Zuordnung der Kommunen zu den einzelnen Mittelzentren in der ursprünglichen Entwurfsfassung über Landkreisgrenzen, teilweise sogar über Regierungsbezirksgrenzen vorgenommen hatten, was aus Sicht der Kommunen zu Recht vielleicht zu Kritik, zumindest aber zu Verunsicherung geführt hat. Und deshalb ist es klug und richtig, dass wir in dieser vierten Änderung zurückgekehrt sind auf das Prinzip, dass wir Landkreisgrenzen einhalten, demnach dann auch die Regierungsbezirksgrenzen einhalten, wenngleich, und auch das haben einen Teil der rund 166 Stellungnahmen ergeben, wenngleich es Kommunen gibt, die trotzdem auch über Landkreisgrenzen hinaus eine Zuordnung zu anderen Mittelzentren beantragt haben. Und das haben wir
glaube ich, mit einer vernünftigen und klugen Lösung hier gelöst, nämlich oder im Angebot gelöst im Regionalplan, nämlich die Möglichkeit zu schaffen, auf der Ebene der Regionalversammlungen in Einzelfällen solche Korrekturen auch vorzunehmen, sodass auch hier die Struktur, die Verbindungen, die Zuordnungen der Kommunen zu ihren Mittelzentren über diesen Plan hinaus im Einzelfall auch deutlich entschieden werden kann. Großflächiger Einzelhandel, der hatte zwei wesentliche Punkte. Zum einen, und das haben wir beibehalten, haben wir die Möglichkeit geschaffen, so wie wir es in Südhessen kennen, die Kolleginnen und Kollegen aus Südhessen kennen die Regelung, dass wir bis zu 2.000 Quadratmeter Nahversorgungsmärkte grundsätzlich für raumverträglich auch in Unterzentren halten. Das heißt, in Mittelzentren, in Mittelhessen und in Nordhessen nicht der Fall, bisher nicht der Fall gewesen. Das haben wir im Landesentwicklungsplan aufgenommen. Hintergrund dabei ist, dass wir auf der einen Seite eben Verfahren beschleunigen wollen, aber auf der anderen Seite eben auch nicht nur in Mittelzentren, sondern auch in Grundzentren die Nahversorgung aufrechterhalten wollen. Bis zu 2.000 Quadratmeter ist das Raum verträglich. Die Erfahrung zeigt, nicht immer selbstverständlich werden diese 2.000 Quadratmeter ausgeschöpft. Aber in diesem Sinne ist auch hier ein Schritt zur Verfahrensbeschleunigung gelungen. In unserer dritten Änderung hatten wir auch vorgesehen, beispielsweise das Integrationsgebot für Möbelmärkte, also für große Märkte, die in Innenstadtlagen in der Regel nicht vorkommen können, in Gewerbegebieten zuzulassen. Es hat auch zu Recht eine große Kritik oder zu großer Kritik geführt seitens des innerstädtischen Einzelhandels. Und auch hier ist es richtig, und ich bin dankbar, dass wir seitens des Ministeriums hier eine Änderung vorgenommen haben, nämlich zurückzukehren dahin, dass diese Möbelmärkte mit ihrem Randsortiment, mit ihrem Sortiment, mit dem zentrenrelevanten Sortiment nicht grundsätzlich in Gewerbegebieten zulässig sind, sondern dass auch hier Abweichungsverfahren notwendig sind, dass wir in Einzelfällen dann in den Regionalversammlungen entscheiden. Das Ziel hierbei ist der Schutz der Innenstädte, und auch deshalb ist diese Korrektur für uns alle, glaube ich, nur zu begrüßen. Und als letzten Punkt will ich Als letzten Punkt will ich die Raumstruktur aufgreifen. Das ist eine Diskussion, die wir nicht hier im Landesentwicklungsplan führen, sondern im KFA. Der Kollege Kaufmann hat den KFA angesprochen. Der Kommunale Finanzausgleich wird zum einen sich beschäftigen mit der Ausstattung der Mittelzentren, aber auch zum anderen mit der Frage der Raumstruktur. Wir haben Achsen gezeichnet in diesem Landesentwicklungsplan, wo wir glauben, dass dort die Entwicklung verstärkt stattfindet. Das sind Räume, die heute noch nicht im Verdichtungsraum sind, wenn man sie an den Einwohnerarbeitsplatzdichtewerten misst. Aber dort wird allein durch die Infrastruktur Entwicklung stattfinden. Sie werden stärker werden, sie werden eine andere Bedeutung wahrnehmen. Bis dahin, glaube ich, muss man im Kommunalen Finanzausgleich milde walten lassen mit dem Blick zum Finanzminister in der Hoffnung. Das ist auch das, was mit der kommunalen Familie diskutiert. Kollege Kasseck, mit dem Blick zu mir bitte ich, die Redezeit nicht nur zu beachten, sondern zu beenden. Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Also an der Frage Raumstruktur gilt es im KFA entsprechend nachzuschärfen. In Summe sind diese vier Punkte, glaube ich, im Sinne der Kommune abgearbeitet, und ich hoffe, dass wir eine sehr konstruktive Diskussion im Ausschuss haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckert. Ich darf vielleicht zwischendurch zur Information geben, dass die Kollegen der AfD-Fraktion den Antrag auf Durchführung einer dritten Lesung inzwischen zurückgezogen haben. Hier dies nur zur Information für Sie alle. Dies zur Information ohne große Kommentierung. Das Wort hat der Kollege Dr. Stefan Haas. Bitte, Stefan. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 7:55 im Hessischen Landtag und dann die Diskussion des Landesentwicklungsplans. Das ist ein Thema, glaube ich, für Feinschmecker. Und ich bin froh, dass ich nach dem Kollegen Kasseckert reden darf, weil er natürlich einer der Altmeister auf diesem Gebiet ist als ehemaliger Hauptamtlicher des Regionalverbandes und Mitglied der Regionalversammlung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Minister ist ja sehr mutig aufgebrochen. Er hat eine parteiübergreifende Kommission einberufen, die ZORA-Kommission, und hat unseren gemeinsamen Freund Jens Scheller zum Sprecher erkoren. Und da waren wir alle guter Hoffnung, dass dort etwas Vernünftiges rauskommt. Aber Sie hätten sich
Sie hätten sich das Ergebnis dieser ZORA-Kommission besser angucken müssen, denn Sie haben dann im laufenden Verfahren zweimal Schiffbruch erlitten, und das zu Recht. Und ich will einfach mal hier die Themen noch einmal nennen, denn es ist zwar jetzt vieles auf einem guten Weg und es ist auch vielem abgeholfen worden, aber ich glaube, wir müssen hier auch noch einmal Revue passieren lassen, was uns alles drohte. Und ich beginne mal mit der tabellarischen Zuweisung von Kommunen, nämlich dorthin, wo sie nicht hingehören. Bad Salz-Schlirf sollte Lauterbach zugeordnet werden und Flieden und Neuhof-Schlüchtern, Hof Bieber und Tannen-Hünfeld, obwohl das ja Orte sind, die historisch zu Fulda gehören. Das ist der erste Punkt. Da hat man die Kommunen übergangen. Das war sehr unklug. Das zweite war, dass man natürlich die Achse Frankfurt-Fulda ausgerufen hat, zu Recht auch. Das ist eine große Entwicklungsperspektive für diese Kommunen. Sind jetzt verdichteter Raum. Aber damit geht natürlich auch die Investitionspauschale flöten. Und da musste natürlich der Ministerpräsident dann doch schon mal eingreifen, nachdem es kommunal hoch herging, und hat da Versprechungen gemacht. Kasseckert hat sie eben noch einmal erwähnt. Wir hoffen, dass der Finanzminister sie auch einhält. Dritter Punkt sind die erhöhten Dichtewerte. Auch da haben Sie abgeholfen. Die Position haben Sie geräumt. Kollege Kasseckert hat es eben gesagt, weil rot ist eben nicht Frankfurt Innenstadt. Aber der interessanteste Punkt war ja die Zwangskooperation der Mittelzentren. Und da haben Sie ja ganz wunderbare Vorschläge gehabt. Sie haben ja gesagt, die Mittelzentren des Rhein-Main-Gebietes, die haben ja keinen Hinterhof sozusagen, keinen Einzugsbereich. Die sind ja von anderen Mittelzentren umgeben. Soden ist da ein gutes Beispiel, Eschborn natürlich auch, Kronberg und so weiter. Die haben ja keinen Einzugsbereich und dementsprechend müssen die miteinander kooperieren, damit die endlich mal Geld sparen. Da muss ich Ihnen leider sagen, so kann man die Mittelzentren nicht behandeln. Denn die Mittelzentren des Ballungsraums sind strukturell gewachsen, sind etwas Besonderes. Und es gibt für den Bürger in Königstein oder in Soden auch keinen Unterschied, ob er Frankfurter ist, zumindest was die Anspruchsmentalität angeht, wie wenn er Königsteiner ist. Und dementsprechend brauchen diese Kommunen, weil sie eben historisch sozusagen an Frankfurt direkt angrenzen, auch eine besondere Zuweisung. Und sie können ja nicht sozusagen den ländlichen Raum direkt an den Ballungsraum anschließen, sondern sie brauchen sozusagen diese Pufferzone der Mittelzentren in der Finanzausstattung. Das ist auch gut und richtig. Und deswegen haben sie auch an dieser Stelle Leine gegeben. Und aus ihrer Zwangskooperation ist ja gar nichts mehr geworden. Es wird jetzt eine mögliche Kooperation, das ist der Originalwortlaut, im Einzelhandel, in der Siedlungsentwicklung, darf man mal gespannt sein. Wahrscheinlich kommt einer mit 50.000 € in der interkommunalen Zusammenarbeit vorbei, als sozusagen Gratissubvention an dieser Stelle. Mehr ist es aber nicht. Wenn Sie das wirklich fördern wollen, dann müssen Sie an dieser Stelle viel mehr Geld einstellen, um die freiwilligen Zusammenschlüsse hier wirklich zu ermöglichen und hier auch etwas auf den Weg zu bringen. Wir sehen den Landesentwicklungsplan trotzdem sehr, sehr kritisch, obwohl Sie ja wie gesagt, zweimal Schiffbruch erlitten haben, in den zwei Anhörungen auch immer wieder nachgeholfen hat. Kollege Kasseckert hat, glaube ich, wirklich das Schlimmste abgefangen. Aber was bleibt, ist die große Unübersichtlichkeit. Denn der alte Landesentwicklungsplan 2000 gilt nach wie vor. Er besteht zwar als solcher nicht fort, aber wohl drei seiner Änderungen. Und das Resultat ist eine ganz schöne Unordnung. Denn der Landesentwicklungsplan 2020, wie Sie ihn nennen, setzt sich zusammen aus der ersten Änderung von 2007, das ist die Erweiterung des Flughafens, der dritten Änderung von 2018, Windenergie, und der vierten Änderung von 2021, das ist die Raumstruktur, zentrale Orte und großflächiger Einzelhandel. Die zweite Änderung von 2013, das war die Windenergie, ist aufgehoben und in veränderter Form Bestandteil der dritten Änderung von 2018. Neben der Planziffer 3.2.3 und der dritten Änderung werden in der vierten Änderung noch weitere Planziffern aus der dritten Änderung geändert. Wer da den Überblick behalten soll, das müssen Sie mir mal sagen. Und deswegen wäre es gut und richtig gewesen, den gesamten Landesentwicklungsplan neu aufzusetzen, sodass man auch hier die entsprechenden Ziffern wiederfindet, dass hier eine gewisse Übersichtlichkeit besteht. Und das wäre vielleicht auch mal ein Beitrag von Ihnen zur Entbürokratisierung an dieser Stelle. Wir freuen uns auf die Anhörung und die ausführliche Diskussion im Ausschuss. Vielen herzlichen Dank. War gut, war in Ordnung, zeitlich. Jawohl, vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Jetzt ist nächster Redner Kollege Schulz, AfD-Fraktion. Ja.
Verehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Zu Ihrem Landesentwicklungsplan ist aus unserer Sicht alles Wesentliche gesagt. Wir als AfD haben schon letztes Jahr in unserer Stellungnahme auf gravierende Mängel hingewiesen. Wir haben gesagt, ich zitiere, dass bei Ihnen Aspekte unberücksichtigt bleiben, die auf wesentliche Paradigmen der Landesplanung großen Einfluss haben. Zu nennen wären die von grüner Seite forcierten Fahrverbote in Städten, fehlende Konzepte für kinderreiche Familien sowie die in Ihrem Plan nicht kontextualisierten Kosten des Klimawandels, die deutlich unterhalb der EEG-Umlage liegen. Abgesehen von natürlicherweise fehlenden Aspekten haben wir als AfD auch die mangelnde Transparenz Ihres Entwicklungsplans kritisiert. Wenn Sie schon, wie inzwischen in allen Bundesländern üblich, solche Energie in einen Plan reinstecken, dann sollen seine Inhalte auch bitte gemeinverständlich an den Bürger vermittelt werden. Was Sie sich auch weigern einzusehen, ein Ausbau des Schienennetzes im ländlichen Raum ist ein Fass ohne Boden, weil gerade ältere Menschen eh auf Individualverkehr angewiesen sind. Die Nachfrage nach ÖPNV auf dem Land ist einfach zu niedrig, als dass man die Investitionen wieder reinbekommen würde. Man muss ehrlicherweise zu Ihrer Verteidigung sagen, dass solche Entwicklungspläne natürlich nie alle relevanten Aspekte beachten können. Deshalb kann man Ihnen auch kaum vorwerfen, dass dieser Plan sehr ungenau ist und z.B. keine hinreichenden Vorgaben für Regionalpläne der Regierungspräsidien oder Bauleitpläne der Kommunen enthält. Solche LEPs sind eher eine Skizze, und am Ende wird man eh nicht alles umsetzen können, schon allein, weil menschliches Handeln auf dem freien Willen beruht und daher nicht bis ins letzte Detail vorhersehbar ist. Außer man lebt in der Sowjetunion und heißt Stalin, dann zwingt man einfach die Menschen dazu, sich dem Fünfjahresplan anzupassen. Aber das wollen Sie hoffentlich nicht. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass sich Fehler in einem Landesentwicklungsplan auswirken auf die unteren Baupläne. Deshalb wäre es eigentlich geboten, Regionalpläne aus dem LEP zu entwickeln, zumal der Plan in der jetzigen Form die ländlichen Gebiete weiterhin enorm benachteiligen würde. Einige Beispiele: die im LEP vorgesehenen 2% Vorrangsgebiete für Windkraftanlagen benötigen nach unserer Auffassung eine viel eingehendere Prüfung, bevor man 2% festlegt. Sie erwähnen auch nirgends, dass diese Vorranggebiete alle im ländlichen Raum sein werden. Sie wollen die Politik der Städte auf ländlichem Gebiet forcieren. Außerdem sieht Ihr Plan eine Verteilung der Mittel auf Kreise, Städte und Gemeinden vor, die nicht nur von der Einwohnerzahl, sondern zugleich von der Einstufung in der Hierarchie der zentralen Orte abhängen. Diese Einwohnerveredelung sorgt zwangsweise dafür, dass Kommunen mit weniger Einwohnern benachteiligt werden, denn dadurch erfahren Kommunen ab einer bestimmten Einwohnerzahl und mit zentralörtlicher Funktion eine höhere Gewichtung gegenüber kleineren Kommunen. Das widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz. Kommunen stehen in Konkurrenz zueinander wegen der Einwohnerveredelung. Starke Kommunen werden durch ihren Plan weiter gestärkt, schwache werden weiter geschwächt. Was wir benötigen würden, wäre das genaue Gegenteil. Vor diesem Hintergrund fordern wir als AfD eine eingehende Überprüfung der zentralörtlichen Systeme zur Bestimmung von Ober- und Mittelzentren. Andernfalls können wir Ihren Verordnungen nicht zustimmen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Schulz. Das Wort hat jetzt der Kollege Tobias Eckert, SPD-Fraktion, letzter Redner zu dem Punkt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was mit der Überschrift „Die fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000 so technokratisch daherkommt, ist nur vordergründig eine trockene Materie, weil im Kern könnte es darum gehen, wie wir wirklich Zukunft in diesem Land gestalten, wie wir als Land mit klaren Zielvorstellungen, mit Visionen und Zukunftsperspektiven unser Land gestalten wollen. Aber da, Herr Minister, bleibt das, was Sie vorlegen, tatsächlich in der Qualität der Überschrift und im Klein-Klein, meine Damen und Herren.
An einer Stelle will ich aber Schwarz-Grün ausdrücklich mal loben, weil Sie erzählen hier, und wenn man vielleicht das jetzt zuschaut, denkt man sich, meine Güte, die haben echte Probleme gelöst. Das, was Sie eben alles erzählt haben, ist die Bereinigung der von Ihnen selbst verursachten Probleme in der ersten Offenlage, in der Frage, wie Sie das entsprechend in der Zwangszusammenlegung und viele andere Dinge mehr überhaupt geschaffen haben und stellen sich hier hin und sagen, das haben wir jetzt geändert. Hätten Sie es vorher gelassen, dann hätten Sie überhaupt das Problem nicht gehabt, meine Damen und Herren. Und das ist der Kern des Problems bei der Frage der Landesentwicklungsplanung, wie Sie sie angehen. Am grünen Tisch da was ausbaldowert, am grünen Tisch dargelegt, wie sich das Land entwickeln soll. Und das ist zum Teil sehr, sehr widersprüchlich. Da gebe ich dem Kollegen Dr. Naas recht, ja, dass es da manche Sachen gibt, wo man sagt, das eine passt mit dem anderen überhaupt nicht zusammen. Und deswegen ist das, was Sie vorlegen, eben nicht der Landesentwicklungsplan 2020, der die Zukunft gestaltet, sondern auch hierbei steht Tarek Al-Wazir auf den Schultern von Roland Koch, weil er das weiterschreibt, was da 2000 beschlossen worden ist, meine Damen und Herren. Wir bleiben bei unserer Kritik an der Herangehensweise des zentralen Ortesystems. In der Frage, ob das tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist oder sonst die Frage der sozialräumlichen Betrachtungsweisen, wir haben das beim letzten Mal sehr intensiv auch schon diskutiert, daraus resultierte dann ja auch Ihre Kommission, deren Ergebnisse wir zwar auch zur Kenntnis nehmen, aber sagen, dass das trotz allem nachher nicht die ausschließliche Kriterienmöglichkeit ist, um auch in der Frage von Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum, Nahversorgung und Ähnliches mehr, auch dort tatsächlich die wirklichen Prioritäten zu setzen. All das zeigen auch die harschen Rückmeldungen, die Kritik, die in den Stellungnahmen gesprochen sind. Herr Minister, Sie haben gesagt, da kam viel zurück, und wir hören ja auf die Kritik. Ja, die haben Sie selbst provoziert, weil Sie eben entsprechend nicht im Dialog, sondern eben entsprechend aus dem Ministerium heraus was vorgelegt haben, was den Anforderungen eines Landesentwicklungsplans im Jahr 2021 eben nicht genügt, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Herr Präsident, dass meine Uhr jetzt anfängt, erst zu laufen. Deswegen gibt es mir die Zeit, dass ich tatsächlich auch dann noch einmal deutlich. Herr Kollege Eckert, ich habe mir das aber aufgeschrieben. Du brauchst keine Angst haben. Es wäre entsprechend tatsächlich die Chance, mit einem klaren Leitbild entsprechend dieses Land voranzubringen und deutlich zu machen, wohin wir gehen wollen. Und ich will wenigstens kurze Punkte nur bei den 5 Minuten, die ich ja trotzdem nur habe, auch darzustellen. Das eine, ich will die Digitalisierung erwähnen. Wenn wir auch, und das beschreiben Sie selber im Vorwort, deutlich machen, dass auch die Pandemie sozusagen auch Arbeiten, Wirtschaften nachhaltig verändern wird. Und das haben wir in den letzten Jahren ja ohnehin auch schon in der Frage, wie geht es im ländlichen Raum weiter. Dann hat das flächenrelevante Auswirkungen in der Frage von digitaler Infrastruktur, von Energieversorgung, von ähnlichen Themen mehr. Und auch da braucht es sozusagen eine Zielrichtung, eine Vorstellung und nicht nur die Überschrift. Und das würde auch entsprechend gerade in der Frage von wirtschaftlicher Entwicklung im ländlichen Raum auch noch einmal einen anderen Fokus setzen in der Frage der ganz vielen Hidden Champions, der kleinen und mittelständischen Firmen in der Fläche, all das, was es dort an Entwicklung braucht. Gerade der ländliche Raum, darauf geben Sie mit dem Landesentwicklungsplan leider keine Antwort, meine Damen und Herren. Es gibt dabei eine Vielzahl auch aus den unterschiedlichen Häusern der Landesregierung, unterschiedliche Zielsetzungen und Vorgaben der Ressorts, aber daraus entwächst keine koordinierte strategische Ausrichtung. Das beweist Ihr Landesentwicklungsplan, sei es auch im Klima- und Umweltschutz, sei es bei den erneuerbaren Energien, wo es entsprechend nicht das ist, was man tatsächlich durch das Land steuern könnte, wo man Vorgaben machen könnte, wo sich hin entwickelt, weil eben aus der Vielzahl Ihrer Initiativen ergibt sich noch keine Strategie, meine Damen und Herren. Es braucht entsprechend viele Themen, und ich will abschließend eins ansprechen, was mich wirklich gewundert hat, Herr Al-Wazir. Wenn in der Frage von Mobilitätsentwicklung für die Zukunft Sie im ursprünglichen Entwurf tatsächlich in der Frage motorisierter Individualverkehr ist das Kriterium in der Bewertung von Mittelzentren. Und das dann erst sozusagen durch den großen Aufschrei auch in der Anhörung deutlich wird, nein, dass es da ja noch so etwas wie öffentlichen Personennahverkehr gibt. In der Frage, wie kriegen wir integrierte Verkehrsplanung hin? Und dass das erst dann sozusagen mit rudimentär eingearbeitet ist, zeigt doch, dass Sie es erstens nicht am Schirm hatten und zweitens das, was integrierte Verkehrs- und Mobilitätsplanung ist, bei Ihnen offensichtlich leider nicht richtig verankert ist. Nämlich dazu braucht es auch einen Landesentwicklungsplan, der auf diese Herausforderung Antworten gibt, meine Damen und Herren. Deswegen ist das auch dann kein losgelöstes Mobilitätsthema in der Landesentwicklungsplanung, sondern auch in der Frage von Flächenentwicklung, was die Gewerbeentwicklung angeht und viele Themen mehr, weil, wie haben wir am Montag gerade auch noch einmal in der Mobilitätsenquete gehört,
Verkehr entsteht, wenn etwas verkehrt steht. Das ist ja dann genau die Herausforderung auch für Landesentwicklungsplanung in der Frage von Nahversorgung, von Gesundheitsversorgung und andere Dinge mehr. Wie können wir auch Arbeit in dem Land auch entsprechend verteilen, damit wir auf Pendlerströme reagieren können und Ähnliches mehr. All das ist, glaube ich, eine spannende Debatte in dem Ausschuss, auf den wir uns jetzt alle freuen, in der Anhörung, die wir dann alle erwarten. Ob das tatsächlich, was Sie hier beschreiben, in der Frage von wir lösen Probleme, ich habe Ihnen einen Teil der Antwort gegeben, die Sie vorher selbst geschaffen haben, aber auf die wirklichen Herausforderungen des Landes, ob Sie da eine Antwort geben, das mag ich sehr bezweifeln. Wir freuen uns auf die Anhörung, ob das, was Sie so vollmundig Landesentwicklungsplan 2020 nennen, tatsächlich was ist, was die Zukunft für Hessen beschreibt. Wir glauben, das ist der Plan nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Kollege Eggert. Sie waren mit der Zeit ein bisschen durcheinander, aber Sie kommen ja wie ich vom Land, da gilt die Winterzeit noch und da wird das ein bisschen anders berechnet. Aber es war in Ordnung. So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Debatte. Es wird vorgeschlagen, den Punkt 58 in den WVA zu überweisen zur weiteren Beratung. Dem widerspricht keiner. Dann wird das so gemacht.